Ja, meine Lieben, herzlich willkommen hier zum ersten Screencast bei Contemporary Brass Music. Mein Name ist wie immer Manuel Lillecke und ich habe mir heute was ganz Neues überlegt. Ich mache relativ viele Analysen in der Membership auf CBM. Leute schicken mir Videos zu, Audioaufnahmen und ich analysiere das dann und so findet quasi ein öffentlicher Unterricht statt, der dann im geschützten Rahmen analysiert und besprochen wird. So kann sich auch jeder gegenseitig was vorspielen. Das hat in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart fantastisch geklappt und ich dachte mir, das kann ich mit meinen eigenen Sachen ja auch mal machen und mit meinen eigenen Veröffentlichungen und kann euch im Prinzip so im Detail musikalischen Trompetenunterricht am ganz konkreten Beispiel zeigen, indem ich euch Dinge vorspiele, indem ich Teile meiner Veröffentlichung nehme, Variantenvorspiele, erkläre wann, wie, was, warum. Und das möchte ich heute machen. Ihr habt den Creole Blues als Demo-Version sowieso alle zur Verfügung, entweder auf Patreon oder in der Membership. Den gibt es so zur freien Verfügung. Das ist quasi aus meiner Veröffentlichung der Groove Trumpet, kündige ich in jedem Video an. Und wir haben hier einen New Orleans Blues mit meiner Brassband Marshall Cooper zusammen begleitet für zwei Trompeten und es ist relativ straightforward, es ist ein klassisches Ding. Wir haben New Orleans Groove, wir haben Creole Blues Groove, also deswegen heißt er auch Creole Blues und wir hören jetzt gleich mal rein und da gehe ich heute mal chronologisch die ganze Nummer mit euch durch und führe euch durch das Stück, wie man das übt, was die Besonderheiten sind und so könnt ihr, denke ich, relativ viel mitnehmen. Ich switche jetzt hin und her. So, ich gehe jetzt mal in die Aufnahme rein. Es gibt mehrere Aufnahmen, es gibt einen kompletten Track und es gibt natürlich die Minus One oder Minus Two Tracks, also wo die zweite Trompete fehlt oder wo beide Trompeten fehlen, als Playalong. Wir gehen jetzt mal rein in den Full Track. Also Trompete kommt dazu. So, mal bis dahin. Wir haben hier ein, wenn ihr so wollt, ein A-Teil. Steht hier auch hier A1, A2, jeweils 8 Takte und dann haben wir eine Bridge, da kommen wir gleich zu. Das Ganze ist in F, wir kommen auch noch gleich hier zum Solo. Und jetzt möchte ich aber erstmal was zu der Motivik sagen und zu der Phrasierung. Also das hier ist im Prinzip eine klassische Even-Funk-Phrasierung. Also es spielt jetzt keine Rolle, ob das etwas ältere Bluesmusik ist oder ob das moderner Funk ist. Sobald es gerade ist und wir haben hier eine Even-Geschichte, also Dacker, 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 Dacker und die Achtel sind, also die Sechzehntel sind wirklich gerade. Das sind die Achtel, ja. Das heißt, wenn ihr so wollt, sind die 98 hier. 1, 2. Sind relativ langsam, aber das ganze Stück hat sowieso eher so ein 16s-Feel. Beziehungsweise natürlich hier durch die Achtel auch gekennzeichnet. Wenn ihr jetzt gleich mal in die Begleitung reinhört, so wie jetzt zum Beispiel, schaut mal her. Ne, es geht halt dieser Creole, diese Creole-Figur. Also eine punktierte Achtel, Sechzehntel, Pause und punktierte und eine Achtel, also dieses Ding hier, bum, 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 hier vorne, ja, das ist im Prinzip der Creole Rhythm oder das Creole Motiv. Und dem zugrunde liegt eigentlich aber auch so ein Sechzehntel-Pattern, wenn ihr da mal ein Schlagzeug hört,
Also es ist immer wieder so Offbeats, Sechzehntel Offbeats. Und dadurch wird das Ganze luftig und funky. So, und wir gehen jetzt damit um. Wir haben eigentlich immer nur, eigentlich haben wir drei Grundphrasierungen. Einmal den Punkt hier, dann den Strich, ja, also das Tenuto, wenn ihr so wollt, und das Markato, also Staccato, Tenuto und Markato. Das kann man aber in dieser Musik so nicht sagen, weil die je nachdem, wo man dann in der Musik ist, sie unterschiedlich gespielt werden. Also das hier zum Beispiel, ich kann euch das am besten tatsächlich vormachen, wenn ich das singe oder wenn ich das artikuliere, hier übers Mikro, dann kriegt ihr das noch besser mit, als wenn ich euch das vorspielen würde. Also eins, so. So, ihr merkt ja schon, die ist extrem kurz und zu. Und da ist jetzt ein Markato drauf, aber eigentlich ist die genauso kurz wie die. Das heißt, der Ton ist hinten zu. Wir haben hinten ein perkussives Element. Der wird extrem weit geschoben. Hier gibt es überhaupt kein Blatt Papier dazwischen. Und auch hier haben wir ein Tenuto, was aber wirklich aneinander klebt. Und ihr merkt, der hier ist ein bisschen fetter. Deswegen gibt es hier auch das Dach, also die Betonung. Also im Prinzip ein Markato, wenn ihr so wollt. Also im Englischen nennt man das auch Cap Accent. Ja, hinten zu, Zunge wird zugemacht. Und das ist eigentlich auch schon alles. Aber das wird halt hier komplett durchgezogen. Und ich habe hier vorne mein Mic. Moment. Ja, das müsste okay sein. Ihr müsstet mein Schnipsen jetzt hören. Also, ich mache mal Auftakt. Eins, ihr merkt, das ist alles gleich. Das ist alles gleich. Und auch hier hinten die Achtel, wenn wir hier ankommen. Eins, zwei. Ihr merkt, wir haben nur diese drei Parameter. Und diese drei Parameter sind aber unglaublich wichtig, weil dadurch kennzeichnet sich im Prinzip das ganze Stück. Und wenn wir mal eine längere Note haben, so wie hier, dann kann man hier auch in so ein, ich will jetzt nicht sagen Vibrato machen, aber man lässt den Ton klingen. Und ihr merkt ja schon, hier ist eine Pause da, ja. Aber trotzdem fühlt es sich nicht so an, als ob es eine Pause ist. Das heißt, diese Phrase ist eins. Das merkt ihr daran, wie ich singe und wie ich es auch spiele. Plunger kommt rein. Es gibt eine Grundregel beim Plunger. Immer halb geöffnet, halb zu. Null heißt offen, plus heißt zu, das kann man sich ganz leicht merken, hier die Null oder das O für open. Und hier steht ja easy and lazy, growl, ja, also das mache ich hier wirklich relativ schlampig und dreckig und das soll auch so klingen. Also ich mache das teilweise mit Flatterzunge und ich mache es dann teilweise auch sehr laut, das ist, also den Plunger kann man wirklich auch laut bedienen, wenn man ihn dann extrem weit schließt, dann bekommt man eigentlich einen ganz schönen Sound. Und wir gehen jetzt nochmal in das A-Thema rein, hören uns das an, aber bevor wir uns das anhören, möchte ich euch noch kurz was zur Melodiestruktur sagen. Ihr seht ja hier, so, wir sind in F, ja, und das hier waren, also das hier ist im Prinzip F-Moll. Ich mache mal hier was Cooles. Moment. Das geht ja nicht. Sorry. Sogar ein bisschen lauter. Genau. Das ist hier die Mollpentatonik. Und hier haben wir aber schon die Dur-Terz, das A. Ja? So, und hier findet ihr schon eine Vermischung von Mollterz und Durterz. Man nennt das auch Chromatic Approach. Man kann aber genauso gut sagen, das ist eine Vermischung der Dur-Pentatonik und der Mollpentatonik. Und Tatsache ist, dadurch kennzeichnet sich eigentlich auch das ganze Thema. Das heißt, wir haben eine Vermischung von Mollterz, Durterz, so wie hier vorne. Wir haben die Sechste drin, hier das D, ja, das ist Teil der Dur-Pentatonik. F, G, A, C, D, F. Und wir haben natürlich große Teile der Mollpentatonik. Und das ist der große Clou, wie man halt zu einem souligen Sound kommt, wenn man diese beiden Tonleitern miteinander vermischt.
Wir hören uns jetzt nochmal von vorne an. Und jetzt habe ich viel dazu erklärt. Ich sage jetzt auch noch ein bisschen was dazu. Ich mache es hier ein bisschen leiser, aber da könnt ihr es noch ein bisschen besser nachvollziehen. Unisono, es klappt wunderbar, wenn man diese Soul-Melodien spielt. Hier ist eine Betonung auch drauf, da. Das hier ist, wenn ihr so wollt, ein Kontrapunkt, also eine Gegenlinie. Klappt wunderbar, weil die auch völlig unterschiedlichen Charakter haben, diese zwei Linien. Und hier geht's dann in die Section. Schön lazy. Achtung, hier die zwei genau treffen. Okay, mal bis dahin. Das war der erste Teil. Ich nehme dann die Tage kommt dann der zweite Teil. Viel Spaß dabei. Wir gehen jetzt hier bei diesem Stück wirklich ins Detail und kümmern uns darum, dass ihr euch das wirklich gut drauf schaffen könnt. Also bis dahin, euer Manuel. Ciao, ciao. So, meine Lieben, herzlich willkommen hier zum zweiten Screencast im Creole Blues hier bei Contemporary Brass Music. Also wie gesagt, Teil 2. Wir steigen direkt ein mit der Bridge und wir hören uns das erstmal an und danach gehe ich dann weiter im Text. Genau. Ja, das ist in der Tat einfach so eine klassische Bridge. Also wir haben ja hier im Prinzip hier zwei A-Teile, zweimal acht Takte und die Bridge ist dann auch acht Takte. Also wäre die Songform AAB. Und dann geht es halt von vorne los, ja. Und das halt alles mit relativ bluesigen Akkorden. Also wir haben eigentlich nur Dominant Septakkorde. Ich gehe mal hier auf die Rhythmik ein. Das ist, klebt auch alles wieder aneinander hier. Hier haben wir aber eine Entwicklung. Hier haben wir eine Entwicklung auf die Dynamik. Das ist ein leichtes Forte Piano. Das ist eine Interpretationssache. Ja, das ist, es wäre jetzt nicht so typisch Big Band. Das wäre dann, es würde dem Stil der Musik nicht gerecht, weil das einfach ein relativ entspanntes Stück ist. Wichtig ist hier, erste Stimme kann dann hier TZ machen, habe ich extra eingefügt, weil es doch auf die Dauer ein bisschen anstrengend ist. Also da kann die zweite Stimme dann einspringen, weil es unisono ist. Aufpassen hier auf die 2, da muss man, oder was weiß, da muss man, da darf man nicht zu spät sein oder zu früh. Also die 2 ist hier ganz entscheidend, dass das richtig platziert wird. So, die 16. hier. Ich habe bei diesem Rhythmus kommt es immer wieder zu Missverständnissen, denn hier ist in der Tat ein Strich drunter, also das wird lang gespielt, aber trotzdem ist die 16. natürlich sehr schnell vorbei. Ich möchte nur nicht, dass bei rauskommt, ja, das klingt halt nicht funky. Das ist cool, ja. Ihr seht auch hier, mache ich die Note auch zu. Ja. Und das ist ja hier auch genau das Gleiche, da. Deswegen ist es so wichtig, weil es halt Teil der Motivik ist. So. Auch hier sind die Punkte relativ relaxed. In anderen Zusammenhängen im Funk das können die Punkte auch schon mal sehr kurz sein. Ja, zum Beispiel bei Tower of Power oder so. Sowas zum Beispiel. Das gibt es immer wieder in
Horn-Section-Funk-Geschichten. Aber hier ist es doch mehr eine relaxte Stilistik. Es kommt auch immer auf die Zusammenhänge an, ja. Hier sind sie relaxed und kurz und hier sind sie. Ich könnte auch spielen, aber es ist nicht überzeugend. Also merkt ihr, ich kann notieren, was ich will. Letzten Endes obliegt es der Erfahrung in der Interpretation in der jeweiligen Stilistik, ob das dann auch wirklich stimmig ist. Genau. Hier, das ist eine Begleitstimme hier. Hier haben wir das gleiche wieder vorne. Und hier haben wir wieder den Grundrhythmus. Ja. Wichtig ist nur dieses Ding hier. Das ist auch auf jeden Fall zu hier, dieses Dach. Der ist hinten auch zu. Und die Sechstel sind halt alle lang. Ja. Das ist eine Thematik hier, die Artikulation. Da kann man Jahre mit verbringen, bis das wirklich richtig, richtig cool klingt. Wir gehen mal weiter und steigen jetzt in das Solo ein. Aber Moment, aber wir hören uns das nochmal an. Ich glaube, das ist besser, weil jetzt habe ich gerade so viel dazu erzählt, dann könnt ihr das nochmal nachvollziehen. Mal bis dahin. Also ein klassischer Aufbau im Solo im ersten Teil. Hier haben wir ein sogenanntes Pick-up, also es ist im Prinzip ein Auftakt dafür, was hier passiert. Ja? Hier habe ich eine Tonwiederholung gewählt. Ich habe ja das, es ist eigentlich ein improvisiertes Solo, aber ich habe es natürlich komponiert, weil ich muss es hier aufschreiben und ich muss die Schwierigkeitsgrade gestalten. Also es ist eine Mischung aus komponiertem Solo und improvisiertem Solo. Hier 0 und 3, False Fingering. Es ist im Prinzip eine einfache Technik, die ich schon mal ausgeführt habe in meinen Snacks. Der Gag an dieser Geschichte ist nur, dass man mit der Time sehr aufpassen muss, weil man hängt natürlich, ne? Und dann ist man hier vorne nicht wirklich am Start. Alles sehr relaxed hier. Sehr laid back. Ja, ich liege hier sehr weit hinten. Fast schon ein bisschen zu spät. Hier, das sind übrigens die Zahlen der jeweiligen Bedeutung in dem Akkord. Also das ist ein bisschen missverständlich hier. Das ist keine Triole, das muss ich ändern in der nächsten Ausgabe. Das D ist die Terz von B7. Ja? Also hier haben wir die kleine Septim. Ich nehme die gleiche Motivik wieder auf hier. Ja? Gehe dann aber nicht aufs S, sondern gehe einen Ton höher. So. So schreibt man auch Melodien. Hier gehe ich zur None, hier ist die Terz. Und dann haben wir hier einen Chromatic Approach zur Dur-Terz. Moment, jetzt bin ich aus der Tonart raus. Ich muss nochmal hören. Sorry. Genau. Hier haben wir einen Dur-Dreiklang. Ja. F, A, C. Und hier nähe ich mich an. Das ist ein klassisches Blues-Lick. Und dabei spiele ich aber die Sechzehntel gar nicht so, wie ich es jetzt notiert habe, sondern die sind auch wie so ein Gummiband gedehnt. Man kann das gar nicht richtig aufschreiben, beziehungsweise wenn man das richtig aufschreiben würde, wäre das viel zu kompliziert. Das würde dann aussehen nach neuer Musik oder so. Deswegen sagt man, ich mache hier eine Grundnotation und interpretiere das dann. Und ihr seht hier, das ist sehr weit hinten. Ich bin aber hier wieder drauf. Ja? Das nennt man Laid Back. Thank you.
So, also ich nutze hier die Dur-Terz von F7. Das habe ich ja schon mal erwähnt, die Mischung zwischen der Dur-Terz und der Moll-Terz klingt halt immer soulig und bluesy, aber noch mehr souliger als bluesy. Hier bin ich zum Beispiel wieder komplett in der F-Moll-Blues-Scale drin, ja, mit der None hier, so. Das kann man auch alles machen. Und hier gehe ich dann aber, nutze ich die quasi die gleiche Skala, um dann hier einen Chromatic Approach einzuleiten. Und zwar einen doppelten, ja. Also einmal hier zum F, das wäre dann hier die 11 in C7. Die ist aber jetzt gar nicht so bedeutend, weil hier mehr auch noch die Blues Scale von F-Moll eine Rolle spielt. Das heißt, im Blues ist es ganz oft so, dass man die Akkorde auch ignorieren kann zugunsten einer Melodik. Und hier haben wir natürlich eine Blues-Melodik. Schaut mal, eine Moll-Blues-Melodik. Moment. Hier vorne sind wir. Und das ist ein klassischer Approach hier, ja. Also ich leite hier quasi ein C7. Ja, dieses Ding hier. Und der Gag ist, es ist ja gleichzeitig noch der Tritonus oder die Blue Note aus der Bluestone-Leiter in F. Ja? Das heißt, das passt hier auch wunderbar. Einerseits ist es die 7 von C7, das B, was ich chromatisch ansteuere. Andererseits ist es aber auch einfach hier die Bluestone-Leiter. Und auch das hier, hier sind wir innerhalb der Bluestone-Leiter und gehen auch hier in Chromatic Approach zum F. Ich habe eben schon gesagt, man kann es nach C7 interpretieren, man kann aber genauso gut sagen, ist einfach jetzt die Top-Note von der F-Bluestone-Leiter. Ja? Also wenn ihr so wollt, habt ihr dann hier auch einen chromatischen Durchgang. Als Bebop-Scale würde ich es jetzt nicht bezeichnen, weil das eh da ist. Aber könnte man theoretisch auch machen. So, hier bin ich wieder wunderbar in B7. Auch wieder komplett in der Blues-Scale. Also diese Abteilung hier ist im Prinzip komplett F-Moll-Blues. So. Diese Abteilung hier wäre F-Dur-Blues. So, und jetzt gehen wir hier wieder, seht ihr, zurück zur Major Pentatonic. Ja. Aber im Moment, hier geht's mal gerade weiter. Also, klassische Kombination, ja, von Moll Blues und Dur Blues. Habe ich hier hingeschrieben, Combination Major Pentatonic and Blues Scale, was das gleiche ist. Also vor allen Dingen hier die Moll-Terz und die Dur-Sechste, das D. Ja, diese Verbindung, das ist immer magisch. Und hier geht es dann wieder komplett weiter in der Blues-Scale. Ja. Und am Ende gehe ich dann auch mit der Blues-Scale raus. Also ihr seht, ab und zu spiele ich hier einen Akkord an, das A oder hier wieder das D, aber eigentlich ist es auch in der Dur-Scale drin. Also das ist halt so eine Sache. Ich versuche natürlich hier am Ende noch Energie zu erzeugen, weil hier kommen dann die Backgrounds rein und dann wird es halt lauter und dann muss ich natürlich eine gewisse Höhe haben, damit ich da durchkomme, ja, oder repetitive Elemente, so wie hier. Auch ein klassisches Ding, ja. So. Also, das hört sich jetzt total virtuos an, aber wenn ihr die einzelnen Sachen mal auseinandernehmt und langsam übt, dann werdet ihr sehr schnell feststellen, dass das keine Raketenwissenschaft ist, sondern dass es immer wieder die gleichen Elemente sind, die aber kreativ zusammengefügt eben was Interessantes ergeben. Genau, das war jetzt mal hier die Solo-Ausführung. Wir hören uns jetzt noch einmal das ganze Solo an. Auch immer
immer darauf achten, wann ich dann Vibrato mache, wann dafür Zeit ist, wie man den Sound entwickeln kann, welche Töne einfach nur durchgehen. Auf manchen Tönen gibt es ein Band. Ich kann nicht alles ausnotieren, aber ihr solltet wirklich gucken, dass ihr versucht, auch die Interpretation zu analysieren. Auch der D-D-D-D ist eigentlich ein Band, ne? Habe ich jetzt nicht notiert. Auch hier, B-D-D, die sind beide abgesetzt. Aber wenn ich jetzt eher anfange, noch Artikulation zu notieren, das habe ich in diesem Buch extra nicht gemacht, dann kommt man komplett in Teufelsküche, weil man kann in jedem Solo natürlich auch die verschiedenen Elemente anders artikulieren. So, hier habe ich geschrieben, Solo Continuous ad libitum. Das habe ich extra nicht aufgeschrieben, weil das kann man sich raushören. Das ist so ein Gimmick, weil es ist die gleiche Bridge, die wir eben schon gehört haben. Ja? Übrigens ein Klassiker, hier Bridge geht in die Subdominante nach B, also Grundtonart ist ja F. Und dann gehe ich immer wieder zurück und am Ende gehe ich nach C und dann bin ich wieder in F. Also das ist wirklich ein Klassiker, wie bei James Brown oder so. Aber es hat unglaublich Spaß gemacht und es hat sich richtig angefühlt, hier einfach noch weiter drüber zu solieren. Und hier wird es dann ein bisschen unübersichtlich. Das ist aber absichtlich so. Man könnte jetzt auch sagen, das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Aber ich fand das damals eigentlich eine ganz coole Idee und bin da auch nach wie vor ganz happy mit. Also wie gesagt, die vier Takte könnt ihr euch raushören, die gibt es nicht notiert. Da habe ich auch so ein paar Blueslicks drin versteckt und da spiele ich sehr bluesig. Also ich spiele da nicht wirklich die Akkorde aus, weil die halt eben auch sehr schnell wechseln. Und immer dann, wenn ein Akkord sehr schnell wechselt, sollte man eher skalenorientiert arbeiten, sonst klingt das nämlich ganz schnell dann nach Nerdy Jazz. Wenn man Nerdy Jazz machen will, ist das super, aber hier sind wir eher in der erdigen Fraktion unterwegs. Und in die Bridge. Das ist eigentlich wieder das gleiche Thema wie am Anfang auch. Nur, dass ich jetzt hier direkt die zweite Stimme mitlaufen lasse. Und dann geht es am Schluss natürlich nicht mehr in die Bridge, sondern es geht hier direkt in Ending. Das ist nicht ganz stilgerecht, es ist ein kleines Tower of Power Ending, aber ich hatte irgendwie Bock. Unisono und am Schluss geht es dann hier in den Akkord rein, in den Du-Akkord. Genau. Sorry, das war die Nummer. Hier unten drunter habe ich natürlich noch das Tonmaterialien geschrieben, F Bluescale, F Major Pentatonic, habe das hier auch nochmal ausgeführt in den Akkordtönen, aber ich glaube, ich habe gerade relativ viel schon dazu erklärt, was man so machen kann und hier habe ich auch nochmal viele Dinge einzeln in den Spielhilfen erörtert und ich glaube, jetzt in Verbindung mit dem Screencast ist das eine ganz schöne Geschichte. Das war's, meine Lieben. Vielen Dank. Das war der Screencast zum Creole Blues Teil 2. Und viel Spaß beim Üben. Reingehauen. Und wir sehen uns hier demnächst bei Contemporary Brass Music. Euer Manuel Hillecke. Ciao, ciao.